Für B-Girl Sissy geht es schon lange nicht mehr nur ums Tanzen auf der Straße zum Spaß. Nächsten Sommer soll die 15-Jährige für Frankreich Medaillen holen im Breakdance. Der Breakdance ist mein Leben. Es ist wie Atmen, wie Essen. So kann ich mich entfalten. Es ist meine Leidenschaft, seit ich ein kleines Kind bin. Ohne Breakdance kann ich mir nicht vorstellen. Ursprünglich kommt der Breakdance aus den USA, Teil der Hip-Hop-Kultur. In den 1970er Jahren haben Jugendliche angefangen, statt sich auf der Straße zu prügeln, gegeneinander zu tanzen. 2024 werden sie sich bei den Olympischen Spielen in Paris battlen. Kilian lebt auf La Réunion. Seit der 21-Jährige im Olympiateam ist, wird er regelmäßig aus dem französischen Überseegebiet eingeflogen. Ich bin es gewohnt, viele Wettbewerbe allein zu machen. Die Insel ist klein. Wenn man auf La Réunion wohnt, muss man aufs Festland gehen, um weiterzukommen. Das Training ist hart. Kraft, Schnelligkeit, Technik, Rhythmus. Bis zu 8 Stunden am Tag. Für die Olympia-Jury müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Gleichzeitig ist das Tanzen immer Freestyle, spontan im Rhythmus der Musik. Kritiker sehen das als Einschränkung, andere als Chance. Ich finde, wir können davon profitieren. Es wird eine richtige Sportdisziplin mit Betreuung der Athleten, Ärzten etc. Das hatten wir bei den Wettkämpfen bisher nicht. Dazu gehören für die Athleten jetzt auch offizielle Auftritte. Sie sollen ihre Geschichte erzählen und Frankreich als erfolgreiche Breakdance-Nation repräsentieren. Wer von ihnen am Ende tatsächlich teilnehmen darf, wissen sie noch nicht. Für mich das Tanzen auch teilen, deinen Tanz mit anderen Tänzern und der Öffentlichkeit teilen. Mit Hip-Hop-Beats und einem Show-Battle mitten im altehrwürdigen Musée d'Orsay. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was es heißt, wenn Frankreich Gastgeber der Olympischen Spiele ist. Gewaltige Kulissen und viel Pomp.